Uhui, wieder beim Quali und bei Baldur's Gate 3. Wir sind im Kampf. Mit Gnollen und Hyänen. So, und wir... Da versucht jemand zu fliehen. ...50% mit Scharfschütze. Können wir das ausmachen? Scharfschütze. Passiv. Dann haben wir 75%. Das sieht schon viel besser aus. Sehr gut. Dann ist das Ding nämlich hin. So, und hier ist noch einer. Zack. Fehlschlag. Okay. Another step forward. Creator, destroyer. Don't get too close. Where is it running off to? Was ein Kampf, ne? Also. Jetzt auch nicht so sonderlich herausfordernd. Vile beasts. Nothing good is born from a corpse. This place reeks of blood. Let's go. Before they join us. Nein, 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 nein. Wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht. So, hier gibt es ein Kurzschwert. Lieferbefehl. Holzkiste. Vorne ist noch ein Toter. Eine Tote anscheinend. No traps, please. Ah, Vorräte haben wir es hier genug anscheinend, ha? So, dann gucken wir noch mal, was es hier unten noch gibt. Hier könnte man noch irgendwo runter da. Hier ziemlich ein Skelett, was hier ein bisschen verborgen ist. Das hat einen ziemlich coolen Ring. Habe ich den hier? Den Ring geben wir direkt mal Astarion. Der kann er nämlich ziemlich gut gebrauchen, glaube ich. Um Schlösser und so noch besser aufzumachen, als er sowieso schon kann. Fresh from the hells themselves. Our company grows stranger by the minute, and all the better for it. Nee, nicht mit dem Gay reden. Ich will den Stein da wegräumen.
haben wir denn da? Ein Blutstein. Einpacken. Sprechen die schon öfters jetzt nochmal von diesem Hafen, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. So, jetzt kommen wir wieder nach oben hier. Dann schauen wir mal, wohin diese Ede hier abgehauen ist. Oha! Gnolls! Au! Also, eins, zwei, drei, vier. Ordentlich Schaden, ey. Oh, das ist ja praktisch, wenn du hier direkt neben mir stehst. Erstmal Rage anschmeißen. Bam! Ja, hätte ich jetzt das andere genommen, hätte ich jetzt noch eine zweite Attacke gehabt, ne? Aber, naja. Auch weniger Schaden gemacht. Gut. Ich denke, das sollten wir hier hinkriegen. Ein Gnoll weniger. Die anderen sind auch nicht erreichbar. Das heißt, ich kann ruhig Feuerball erreichbar auch nicht. Mal ein bisschen verstecken. Die gehen wahrscheinlich hier alle auf den. Gehen sie nicht. Okay. Gale ist auch ein ziemliches Ziel. So, wenn ich das mache, dann ist meine Magierrüstung weg. Und ich glaube, ich will die gerade behalten. So, also. Donnerrufe vielleicht. So gegen die Wand ist auch scheiße. Vielleicht bewegen wir uns erstmal weg. Nebelschritt. Wohin? Nur nach oben. Hier hin. So. Und dann hier so ein Säurestrahl. So, der war schon dran. Die anderen beiden kommen noch dran. Das ist der, das ist der. Weg ist unterbrochen. Also muss ich auf den machen. 21 Schaden. Bam. So muss das. Aber er hat jetzt schon wieder keine Zauberdinger mehr. So. Du? Nee. Du hast keine Zauberteile mehr, aber du kannst trotzdem hier mal heilen. Wird doch jetzt effektiver mit der höheren Stufe. So, und dann war es das schon wieder mit deinem Zug. Zweite Attacke. Sehr gut. Und dann ab nach vorne.
So, und dann können wir auf den schießen. Sehr gut. Und du kannst jetzt keinen Säurestrahl mehr machen, aber du kannst hier noch einen Feuerball um die Ohren schmeißen. Passt schon. So. Noch ein Haufen. On my way. When I get my beauty sleep soon, I may just get a tad malcontent. So, hier sehen wir sonst nichts. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, mal eine lange Rast einlegen. Ab ins Lager. Weil unsere ganzen Zauberblitze alle weg sind. So, ich spreche mal mit Karlach hier. Was ist die Geschichte? Ich habe mich hier um die Paladine gekümmert. Did? Wow. That was the sound of you. Why did you do it? Naja, im Prinzip haben die mich angegriffen, ne? You're my kind of people. Wish I could have been there to watch those ignots crumble. Yeah. I'm just happy they're off my tail. Then again, facing them down might have put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I've found a way to calm it down. Mm-hmm. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. You are? A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. So, ich kenne jemanden, der bestimmt überhaupt nicht davon begeistert ist, dass Karlach hier gerade ist. The Blade of Frontiers at your calling. Okay, hat dazu nichts zu sagen. Hat es wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt. So, ich möchte jetzt einmal Gale, glaube ich, austauschen. Wir senden hier mal alles an Koali. So. So. Was wir hier so haben. Ölflasche an Astarion. So. So. Still breathing, despite everything. What's on your mind? Der hat noch diese Krone, die würde ich ihm noch kurz abnehmen wollen. Was hat er hier für Rüstungsklasse? Das nehmen wir ihm auch weg. Und das nehmen wir ihm auch weg. Den kann er ja ruhig mal haben. Und das, denke ich, kann er auch weiter ausgerüstet haben. So, und dann... How can I help? Bleibt mal im Lager. I question the wisdom of that decision, but so be it.
Vielleicht reisen wir später. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Ja. So. Ich habe ja hier meinen Typi. Den wollen wir jetzt mal wieder beleben. Er ist ja leider gestorben. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Which of them dost thou require? This is the price of balance. Thou wilt now find them as they were, exactly as thou loved. Dost thou require anything else? Erstmal nicht. Komm, mach hin hier. Riese. Da ist er wieder. Hat eine Stufe aufstieg. Hallo. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. So. Hey, der ist jetzt automatisch hier. Let's get going. Stufenaufstieg. So, was ist denn, wenn ich ihm jetzt hier sage, er möchte doch jetzt bitte mal Magier werden? Könnte der dann einen Zaubertrick haben? Da nicht. Zauber. Der könnte dann den Zauber auch nehmen. Guck mal. Perfekt eigentlich. Dann... Kann da irgendwie sonst noch was länger dauert? Vertrauten finden. Sprung ist nur 10 Züge weit. Das geht nicht gleichzeitig mit dem anderen, ne? Kann nur temporär Trefferpunkte aus einer Quelle erhalten. Federfall ist auch nur 10 Züge. Rascher Rückzug, braucht Konzentration. So, Zauber vorbereiten. Den rein. Zaubertricks ist okay. So, annehmen. So, und dann habe ich nämlich jetzt auch nicht mehr das Problem mit diesen langen Schritten, dass wir dafür Geld brauchen. So, und er hier geht jetzt erstmal schlafen. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. So. Karlach will niemandem etwas tun. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof!
clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldurin's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Ihr habt doch gesehen, dass sie keine Gefahr ist. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Sie ist keine Teufelin. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the Blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. So, da haben wir ja gerade mal Glück gehabt. I should speak up. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Ich bin froh, dass sich uns angeschlossen hat. Ja. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. So that's right. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Ja. Also ich würde Karlach auch echt gerne mitnehmen. In die nächsten Sachen hier. Aber links, sie ist auch Barbarin. Und wir können hier keinen Mega-Barbaren mehr gebrauchen. Wir brauchen Magier. Aber vielleicht können wir sie umskillen. Vielleicht so ein bisschen. Weiß ich nicht. Bisschen Hexenmeisterin oder sowas. Und dann auch im Nahkampf ein bisschen. Also das, was Will auch ist, aber ich irgendwie. Zwei Frauen, zwei Männer im Team. Vielleicht noch nicht so schlecht. Oder machen sie ein bisschen zur Druidin oder sowas. Aber Druiden kriegen wir später auch noch. Ich
schwierig zu entscheiden. Wir gehen erstmal weiter schlafen, glaube ich. Es sei denn, irgendjemand möchte noch quatschen, aber das sieht nicht so nach aus. Let's see. So, wieder hier die ganzen schweren Sachen. 1,5 Kilo für Honigwaben. Das ist nicht wenig, sag ich mal, ne? So, was haben wir hier noch? Melonen. Vielleicht nicht alle Melonen. Kann man die nicht einzeln irgendwie machen? Stapel teilen. Zwei Melonen, guck mal. Aha, aha, aha. So, dann machen wir noch einen. Vier Lagervorräte, damit ich irgendwas mit nur einen kost oder so. Irgendwas ist schlecht ernährt. Nö. So eine Zucchini mit 7. Aha. Hier, ein paar Weinbeeren dazu. So. Lange Rast. So, alle wieder fit. Das heißt, wir brauchen hier wieder unseren Magier. No hesitation. So, bleib mal zu Hause hier. Do what thou wilt. Thou art the master, so it shall be. So, und jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Karlach mit. Die wird dann ja Stufenaufstiege haben. Und dann werden wir mit ihr, wenn sie zu Druiden skillen, dann gucken wir mal. War schon hey, ein bisschen. Soldier. So. The year, Tenere. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. But to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash, politician, inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Oh, to feel so invincible again. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Mm-hmm. I try not to think about it.
I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Not today, yeah. Okay. Dann komm mal mit. What's on your mind? Oh ja, ich könnte noch fragen, was. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works! Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Soldier? Yep, yep, yep. Brech mal auf. Hell yes. So. Hey-ho. Schauen wir uns die erstmal an. Also 17 Stärke, 12 Weisheit. Also wir müssen sie auf jeden Fall für einen Druiden ein bisschen umskillen. Während die Geschicklichkeit wahrscheinlich runterschrauben, dafür die Weisheit ein bisschen hoch. Stärke. Ja. Charisma senken. Wir haben immer noch kein Charisma. Wir haben immer noch kein Face in der Gruppe. Könnten wir haben mit Will. Aber bis jetzt, ich weiß gar nicht, es war bis jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Wir machen einfach mal unseren Barbaren. Und dann verlieren wir diesen zum Beispiel, diesen Gefährten, diesen Hund. Naja. Ich kann hier automatisch Thaumaturgie. Interessant. Und Kampfrausch. Ja, 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 ja. Weitungswürfe in Vorteil. Ja, 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 ja. Und mal gucken, was sie sonst noch so kann. Ihr kann hier Kriegswaffen umgehen. Vielleicht ziehen wir auch die Stärke runter, weil die Druiden können auch mit so einer magischen Waffe kämpfen. Und ja. Vielleicht müssen wir aber noch ein zweites Level Barbar reinpacken. Für Dinge. Ich geh mal kurz gucken, ob wann das war mit diesem Barbar, dass er seine Unterklasse kriegt. Ist das zum 2? Kriegt sie einen rücksichtslosen Angriff und er kriegt Geschicklichkeitsrettungswürfe fallen und bla und blub. Okay, also hier noch nicht. Und Stufe 1 Druide ist jetzt auch irgendwie doof, ne? Aber gut, nehmen wir erstmal an. Probieren wir mal. Hier kriegt er seine Unterklasse. So. Mal hier auch einen Berserker nehmen, dann haben wir 2 Berserker-Barbaren. Raserei macht ihn dann noch nicht immun gegen alles Mögliche, ne? Außerdem bist du gegen. Oder ist das bei anderen? Ist das hier vielleicht? Hm.
Resistenz gegen jede Schadensart außer psychischen Schaden. Das könnte man natürlich nehmen. Dann haben wir so ein bisschen Varianz. Ja? Der dich gegen jede Strafe wappnet. Allerdings Raserei mit dem extra Attacke-Ding ist schon geil. Wir nehmen das mal. So, noch Stufe 4. Druiden hinzufügen. Bringt jetzt aber auch noch nicht viel. Und da wir eh umskillen müssen. Schwierig. Also dann nehmen wir sie vielleicht erst in der nächsten Stufe mit. Weil wir einen neuen Stufenaufstieg haben, wo wir dann 2 Stufen Druiden reinhauen können. Ja. Weil so lange haben wir mit ihr halt nur die Möglichkeit, ein bisschen zu zaubern. Obwohl das ja auch nicht so schlecht ist, ne? 2 Zaubertricks hier, das meinte ich hier. Man kann halt dein Attribut zum Zauberwirken nutzen. Also Weisheit. Und bei Angriffswürfen. Stab oder Knüppel verwandeln. Und hier hätten wir dann irgendwie einen Zauber und wir könnten hier sogar die langen Schritte nehmen. Guck mal. Wo wir das Problem ja gerade gelöst haben. Hier vielleicht ein Feenfeuer-Ding reinhauen noch oder so. Hier würde sie noch ein Talent bekommen. Ziemlich ähnlich zu unserem Barbar jetzt. Tja, was machen wir? Also 2 Barbaren gleich geskillt mitnehmen ist halt auch schon irgendwie eine Ansage, ne? Irgendwie. Nehmen wir mit ihr den Meisterschaft mit schweren Waffen. So, aber ich glaube, dann nehme ich sie jetzt erstmal wirklich nicht mit, sondern schmeiß sie direkt wieder raus. Warte. And these things have stayed interesting. What's on your mind? Ja. Bleib mal im Lager. Sounds boring. Kommst später wieder mit. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Dann ist es doch jetzt Will, den ich jetzt noch mitnehme. Ach, nee. Lager. Ja, nicht zu dritt jetzt hier raus. Need to find a way forward. So, Will. Well met. Will hat auch ein Problem, er kann nämlich, glaube ich, nicht mit mittelschweren Rüstungen umgehen. That's the spirit. So, Will hat nämlich eine leichte Rüstung an, glaube ich. Defender of the people. Hat er? Ja. Das heißt, irgendwie dieses eine Ding, was wir von... Also diese Handschuhe, die wir von... Gale jetzt genommen haben, die bringen ihm auch nicht viel. Die plus 2. Allerdings bringen sie ihm gerade mehr als die Rüstung. Weil eine 10er Rüstungsklasse haben wir immer. So. Und warum er Intelligenz braucht, weiß ich auch gerade ehrlich gesagt nicht so richtig.
Das heißt, ihn skillen wir auf jeden Fall um. So, komm mal hier runter. Let's chew the fat. Ah, another. I shall be here in my camp as thou desire. So, er bleibt aber Hexenmeister. Da bin ich ziemlich sicher. Aber die Attribute muss ich neu verteilen. So, Intelligenz geht runter. Charisma kann ruhig oben bleiben. Geschicklichkeit dafür rauf. Weisheit auf 10 passt auch. Haben wir hier noch irgendwas, was wir ändern können? Arkane Kunde einschüchtern können wir wegnehmen. Wahrnehmung. Überzeugen ist natürlich jetzt auch das, weil er hatte jetzt das Charisma, was wir irgendwie brauchen in der Gruppe. Heißt, überzeugen ist schon mal nicht schlecht. Können wir aber nur einen nehmen. So, wir können aber hier noch Arkane Kunde einschüchtern, täuschen. Wir können auch Haus auf Täuschen geben. Dann kann er das auch noch. Oder wir gehen hier nochmal in Nachforschung oder Natur oder Geschichte. Aber dann haben wir nur einen Mini-Bonus. Weil das alles... Ja, komm, bestätigen. So, Zauber. Diese Rüstung ist auch ziemlich gut. Wünschen. So, dadurch, durch die Rüstung macht das irgendwie gar nicht mehr so viel Sinn. Ich glaube, den großen Alten ist dann irgendwie interessanter. Ja. So, Zaubertricks. Klingenbann ist okay. Können wir auch Magierhand nehmen. Nehmen wir Magierhand. So, bestätigen. So, und der hat jetzt ja auch Aufstiege. Das heißt, sehen wir jetzt auch ein bisschen was von. So, einen Zauber kriegen wir. Auf jeden Fall hier qualvoller Strahl und wir nehmen Teufelssicht. Zauber ersetzen, raus. Zustand liegend. Verängstigt, nehmen wir das raus. Das rein. Oder das rein. Das rein. Zauber. Das hatten wir ja schon auf Stufe 1 genommen, oder nicht? Dann nehmen wir jetzt hier Schutz vor Gut und Böse. Zack, zack, zack. Paktvorteil. Neuer Zauber. Hier nehmen wir Nebelschritt. Raus geht. Komm, das brauchen wir auch nicht. Rein die Rüstung. Paktvorteil. Ja, jetzt können wir gucken, was wir mit ihm machen wollen. Ich würde sagen, göttliche Führung, göttlicher Spott, Dornenpeitsche können wir kriegen durch die durch den Pakt des Volianten. Und hiermit kriegen wir ein extra Typi. Was schadet wahrscheinlich auch nicht. Fliegen, Gegner stechen,
Das ist auch nicht so übel hier mit den Waffen, aber dann müsste er in den Nahkampf. Ich möchte ihn irgendwie als Fernkämpfer leiten. So, was nehmen wir für ein Talent mit ihm? Das würde ihn ja zum absoluten Face machen. Eigentlich müssen wir seine Charisma ballern. Weil das auf seine Zauber drauf geht. Kampferprobter Zauberwirker ging allerdings auch ganz gut los. Widerstandsfähig. Ich glaube, ich nehme diese Attributsverbesserung einfach mit. So. Da sind wir jetzt fertig, um mal wieder hier rauszulaufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.